der Skistation dahinter. Ja, gegen die Laterne, gell? So, einmal quer durch die ganze, durch das ganze Skigebiet. Chrissy Spitz, Stream. Wir überholen alle Autofahrer. Gut, dass es diesen Schlitten hier gibt, weil sonst würde man echt Ewigkeiten brauchen, um zwischen den Skistationen hin und her zu fahren, wenn man da mal nur kurz hin will. Weil mit dem Pistenbully, das dauert ja Ewigkeiten, zu mit dem zu fahren. So, da kann man ja auch mal schön querfeld einfahren, genauso wie wir es vorhin bei der einen Transportmission gesehen haben. So. Das ist schon eher irgendwie so eine riesen Skistation. Deswegen so ein bisschen anders die Skistation. Da fahren so Gondeln, okay, auf jeden Fall können wir hier schon mal nicht mit der fahren. Vielleicht mal auch so was Großes sogar hier unten bauen. Da sind Finanzen und hier können wir noch ein bisschen was kaufen, die Skistation. Ja, geh nach Osten laufen und dann drauf. Scheiße, ich melde einen Schifferunfall bei Piste 8 Richtung. Okay, wir gucken uns schnell noch das an. Halt, ich will mir das angucken. Schnell ist die größte Talstation in dieser Skiregion. Sie führt mit vierer Gondeln hoch zum Station Ostblick, wo es per Seilbahn weiter zum Windikorn geht. Okay, aber wir müssen schnell den verunglückten Skifahrer retten. Und zwar müssen wir diesmal wieder ganz durchs Skigebiet, weil das ist die Piste 8, die ganz am Anfang ist. Aber wir können hier sehr Feld einfahren. Wow, jump, jump, jump. Ja, und dabei gegen die Bäume fahren. Und da ist ein Weihnachtsbaum. Und Weihnachten weit bei mir. Weil die Leute wahrscheinlich die ganze Zeit waren. Und wahrscheinlich ist nachts dann. Wahrscheinlich leuchten nachts dann die Kugeln. Das ist natürlich der beste Weg, den wir jetzt hier nehmen. Mitten durch die Gärten der anderen Leute, durch die Skistation. Ja. Wow, wir springen einfach durch das Gebiet. Durch, ja, schön. Also kleine Häuschen. Hier ist die Salznachfüllstation für das Streuen später. Und dann haben wir noch 10 Minuten, ne? So schnell, schnell. Saven, retten, Dingbums. Ist da halt da, ja. Zum Unfall, vom Unfallort zum Dingort da bringen. So, ach, jetzt müssen wir, aber das machen wir nochmal einen kurzen Zwischenstopp bei der Station. Denn vielleicht schon die Preisempfehlung für die Tageskarte gestiegen. Ja. Ach so, wenn ich bei einer Skistation hochmache, gilt das dann für alle Skistationen. Jetzt habe ich kapiert. Ah, ich habe kapiert. Genau, okay. Ich habe verstanden. Okay, und da links ist jetzt ja die Dings. Da liegt er mitten im Wald. Kommt denn der dahin? Springt der irgendwie aus der Luft und dann da ein Baum fliegt der Skifahrer. Ich muss ja auch direkt durch den Kreis fahren, damit ich den überhaupt nehmen kann. Ja, ist ja gut. Nicht. Zurück, ja. Das ist ja gar nichts los, aber die kaufen ja eh die Skikarte für den ganzen Tag und bin dann alle Pisten gefahren. Ich dachte schon, die müssten für jede Piste, jede Station eine extra Karte kaufen. Die Preisempfehlung steigt immer. Dann können wir den Preis ja gleich ganz hoch machen. 100 Euro. Dann müsste ich bei einem Skifahrer 100 Euro, dann wird bei allen Skifahrern nur 5 Euro. Wahrscheinlich steigt die aber auch immer, wenn man mehr Skistationen und so hat. So, der wäre dann auch abgeliefert und ob wir einen großen Zeitpunkt kriegen, weiß ich nicht.
Ja, 9000 verdient. So verdienen wir langsam unser Geld. Ich will es in meinem Shop. Im Shop, was gibt's denn so überhaupt? Ah, einen kleinen Kompaktlager. Schnee, da sollten wir zum Schild euren Defender, die diesen zum Schneeräumen verwenden. Und wieso kann ich nicht einfach das andere Zeug kaufen, weil dann muss ich nicht alles beides einzeln kaufen. In Verbindung mit der Schneefräse stellt dieses Fahrzeug eine größere Menge und große Menge von Schnee zu räumen. Sobald dieser Schnee mit einem Kipper transportiert wird, ist die Anschaffung eines Schleppers unabdingbar. Die Salzstreuer können die Schneedecken Straßenfahrer wieder befahren und machen das Salz können sie bei einem Depot mit dem Radlader nachfüllen. Das ist der Radlader. Geräte, hier sind die ganzen Muster. Hier kostet 4 Euro. Da hier mobile Schneekanonen. Und hier sind die Räumschild und Schneefräse. Alles relativ teuer hier im Spiel. Naja, da müssen wir halt noch ein bisschen Missionen machen, damit wir ordentlich ein Geld verdienen. Vielleicht baue ich jetzt auch mal hier unten eine Anlage noch hin bei der einen Station da vorne noch mal eine große Anlage und zwar ein Schieferlein. Parkplatz will ich nicht kaufen, das will ich kaufen. Einrichtung kaufen, Imbissstand. Schieferlein. Nochmal. Und hier kommen nur kleine Einrichtungen. Kleine Erweiterung. Authentisch und so, wie das heißen soll. Fällt mir jetzt gerade eben. Okay, jetzt haben wir ganz viel Geld schon wieder ausgegeben und haben gleich kein Geld mehr. Wir müssen jetzt mal wieder eine Rettung fahren. Ja, welcher Piste war das nochmal? Hier schon wieder auf dieser Piste. Und auf der rechten Seite. Also wenn wir alle 2 Minuten Mission machen, müssen wir so 10.000 für eine Mission kriegen. Dann können wir uns auch 2 Missionen wieder ein. 2 bis 3, ne, eher 3 Missionen, wieder einen neuen Standplatz. Wenn ich auf Anlagen, also eine Tageskarte bringt auf jeden Fall viel mehr Geld als Anlagen, da habe ich jetzt schon wie viel? 327 und mit den Anlagen schon das fast das Dreifache davon. Also mit den Skistationen das Dreifache davon. Runter. Natürlich muss ich auch aufpassen, dass ich jetzt nicht dann immer die... Ich muss ja auch die Betriebskosten zahlen. Insgesamt habe ich nie, bin ich im Minusbereich eigentlich, weil ich hier noch die ganzen Schulden habe von 155.000. Wieso bin ich ja im Minus? So, 10.000 erhalten. Jetzt fahren wir wieder zu unserer Talstation, unserer Hauptbasis, die Basisstation. Mal wann, was unsere nächste Schießstation wird, die wir am besten kaufen. Eigentlich wollte ich die jetzt 350.000 und die dann habe ich ja, weil alles relativ günstig war, 200.000. Die sind schon wieder im nächsten Segment 500.000. Und das sind dann die extrem teuren. Parkplatz. Der Laden, der einen da bringt, eigentlich saugt viel Geld ein.
für die Preise der Team. Ach scheiße. Oh mein Gott. Sonstiges minus 10, was ist denn sonstiges? Hans, bin ich eben da drauf gekommen? Mal den Kredit zurück, so langsam. Zu unsere Schulden abbauen, immer wenn wir so eine Mission erledigen. Ne, aber ich will ja eigentlich mehr Schienenstationen. Also brauche ich eine Schienenstation. Ich mache die Preise mal normal. Oha! Mann, ich kriege mal tief erstmal. Schieferlei. Erstmal tief, damit wir da ordentlich Betrieb haben. Was ja natürlich nicht so aussieht. Ja, sowas können wir denn noch machen. Wir können mal kurz reschieben, ich zeige euch das mal. Ja, das heißt, wir den Dings da in eine ordentliche Position bringen. Das ist wo die auch fährt. Okay, es gibt wieder was zu tun vor uns. Jemand ist schon wieder verunglückt. Also schnell, schnell. Die Piste 8 und den Verunglückten retten. Man, genau, das weiß man direkt mit der Karte zu dem Pfeil, die Pfeilspitze ausgerichtet zu der Person hin. Aber dass man da 11 Minuten braucht, ist mir eigentlich schon ein Rätsel. Aber wahrscheinlich, wenn man später ganz oben ist und das fängt dann, das kann ja bei jeder Piste dann passieren, wenn man dann so viele Pisten hat. Und dann, ja, kann das schon einige Zeit dauern, bis man dann da ist. Der, die Person liegt natürlich wieder meilenweit abseits von der Piste. Irgendwo hier. Konnte sie nicht mehr, wahrscheinlich konnte sie nicht mehr abbiegen, aber da ist man doch gar nicht so schnell da, wo wir treffen. Also, und jetzt wieder zur Kühlstation. Zum Helikopterlandeplatz, meine ich ja. Was passiert, wenn man ins Wasser fährt, will ich jetzt gar nicht ausprobieren, weil bei Landwirtschaftsumwandlung war das immer so, dass dann Fahrzeuge weg waren und bevor das so passiert. Aber wenn ich ja, man kann ja Fahrzeuge zurücksitzen machen und wenn ich das dann mache, dann würden die ja alle so schön wo stehen. Ich mache die stehen wahrscheinlich dann bei dem Verkauf. Na komm, sag schon. Ich muss jetzt wissen. Okay. Fahren wir nicht tief ins Wasser. Fahren wir lieber nochmal. Also hier steht jetzt, dass wir Montag hätten, also heute, wir gehen morgens hinter. Hier steht jetzt Sonntag und Samstag. Aha, ich wollte euch ja eigentlich zeigen, wie das mit dem Schneeschieben ist. Was kommt hier jetzt zum Ski? Also wir müssen jetzt natürlich die Umgebung hier anpassen. Ja, und so würde Schneeschieben funktionieren. Das Einzige, was wir jetzt machen könnten, wäre nochmal auf die nächste Mission warten. Kann man mal schön nach da drüben einstellen. Dass der Schnee dann auch schön da in die Mitte geht. Schießstation Hoge. Okay.
gerade. Ich bringe ein bisschen Bulli zurück. Und dann. Transportschlitten schnell mal nehmen. Und ab zur Getränke auflade Dings da. Also erstmal Getränke holen, genau.